Abschlusstraining live heute Vormittag mit Alina Friedrich und Daniel Wolf. Grüß dich und grüß euch. Genau, auch von mir ein herzliches Gute in die Runde und einen ja, schönen guten Morgen hier vom Stadtwald aus. Der Himmel ist ein bisschen bedeckt, aber ich glaube, das trübt die Stimmung nicht, denn die ist prächtig bei der Eintracht, kann man so sagen, ne? Zu Recht, oder? Kann man auch so sagen. Ich meine, zuletzt lief es ja recht gut, gerade auch in der Bundesliga. Und diesen Schwung, den versuchen wir natürlich auch mitzunehmen, gerade auch in das morgige Spiel. Und dann schauen wir mal, was am 5. Spieltag der Champions League Gruppenphase so drin ist. Ja, 6 der letzten 8 Bundesligaspiele haben wir gewonnen. Hammerstatistik. Eingangs schon erwähnt, 3 Pflichtspielsiege in Serie. Eine Niederlage, die gab es zwischendurch mal und da kommen wir jetzt zu. Wir schauen nämlich nochmal auf das letzte Champions League Spiel zurück. Die Niederlage bei den Tottenham Hotspur in London. Da gucken wir nochmal rein in dieses Spiel. Keine Europapokalsaison ohne eine Reise nach London. Nur 8 Tage nach dem 0:0 im Stadtwald gegen die Spurs geht es für die Adlerträger nun im Norden der Stadt ins Rückspiel mit Tottenham. Und die SGE begann stark und druckvoll in der 14. Minute. Daichi Kamada mit seinem ersten Champions League-Tor und mit der Führung für die Eintracht. Doch die Spurs, sie konnten sich davon erholen. Es sollte eine wilde Partie werden in London. Son in der 20. Minute mit dem Ausgleich. Die erste Topmöglichkeit für die Gastgeber und gleich das Tor nicht zu halten für Kevin Trapp. Und es kam noch dicker Elfmeter für die Spurs nach einem Foulspiel von Jakic an Kane. Und Kane trifft auch für ihn das erste Tor im laufenden Wettbewerb. Insgesamt sein 21. in der Königsklasse. Und die Spurs, sie ließen jetzt nicht locker. Die Eintracht rappelte sich zwar zwischenzeitlich auf, doch Son erhöhte nur Minuten danach auf 3:1. Rein in den zweiten Abschnitt. Tuta bekam nach einer knappen Stunde die Ampelkarte, klammerte sich etwas zu fest in einer Situation an Son. Damit die Eintracht für die letzte halbe Stunde in Unterzahl. Doch auch davon ließen sich die Adlerträger nicht entmutigen. Die Glasner Elf, sie ackerte weiterhin am Anschlusstreffer. Lindström zum Auftakt der Schlussphase mit einer richtig guten Möglichkeit. Aber Lloris mit der noch besseren Parade. Mittlerweile eingewechselt der Neuzugang Ali Du in seinem Champions-League-Debüt. Wusste er auch gleich einzunetzen, verkürzte noch einmal auf 2:3. Doch in der Nachspielzeit die Spurs wiederum mit der Riesenchance, den alten Vorsprung wiederherzustellen. Doch Kane zieht das Ding in den Abendhimmel Londons. Und damit blieb es letztlich bei der knappen Niederlage der SGE gegen die Spurs. Eine umkämpfte Partie, eine spielerisch sehr starke Partie. Ich finde, es war mehr drin als diese Niederlage. Ein bisschen überschattet war es tatsächlich am Ende auch durch die Verletzung von Makoto Hasebe, Daniel, oder? Ja, definitiv. Aber ich stimme dir zu. Wir haben, denke ich, eine richtig gute Visitenkarte wieder einmal in London abgegeben. Die Stadt und liegt uns ja. Das haben wir ja vor dem Spiel schon analysiert. Und es war kämpferisch. Vom Einsatz, vom Willen her, vor allem hinten raus, waren es einfach diese Eintracht-Werte, die wir da auch auf dem Platz gesehen haben. Mit ein bisschen Glück geht der letzte Schuss von Alidu rein, dann holen wir sogar da noch einen Punkt zu 10. Also ich denke, wir konnten da wirklich mit erhobenem Haupt dieses Tottenham Hotspur Stadium verlassen. Ich finde auch trotzdem, mit erhobenem Haupt können wir morgen in dieses Spiel gehen. Und da blicken wir auch mal auf die Tabellensituation oder die Tabellenkonstellation für den morgigen Spieltag in der Gruppe D. Man sieht Tottenham Hotspur auf Platz 1, auf Platz 2 dann direkt Olympique Marseille, unser morgiger Gegner. Sporting auf Platz 3 und unsere Eintracht auf Platz 4. Wir haben es ja gerade schon analysiert. Es sind noch gefühlt alle Tabellenkonstellationen möglich. Ne? Also ja. Wir können tatsächlich noch Erster werden. Wir können auch auf dem 4. bleiben. Dazwischen ist sowieso alles möglich. Und jetzt sehen wir auch warum. Weil nämlich die Spielkonstellationen so unglaublich spannend sind. Wir spielen gegen Olympique Marseille. Tottenham hat direkt wieder ein Heimspiel gegen Sporting.
da müssten wir eigentlich fast schon den Londonern die Daumen drücken, dass sie gewinnen, dass wir auf jeden Fall in der Champions League überwintern, dass wir Sporting überholen und dann am letzten Spieltag, den sehen wir hier auch, in Lissabon wirklich alles in den eigenen Händen haben. Soweit also die Spielausgangssituation vor diesem letzten Champions League Heimspiel der Gruppenphase morgen Abend in unserer Good Stub. Ja, in Marseille gab es tatsächlich den ersten Champions League Sieg unserer Vereinsgeschichte zu bestaunen. Und ja, wir sind frohen Mutes und optimistisch für morgen und schauen mal, wie für euch bei Eintracht TV das weitere Programm so ausschaut. Gleich also um 11 Uhr hier das Abschlusstraining. Ein paar Spieler sind auch schon eingetroffen. Ich glaube, wir werden da gleich auch auf den Platz geben. Heute am frühen Nachmittag dann noch um 1:30 Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner. Und GB So wird auf dem Podium sitzen und morgen, das seid ihr so von uns gewohnt, da ist das Programm wirklich pickepacke voll. Es geht nämlich los um 11 Uhr mit dem Tagesupdate, mit den letzten Informationen rund um den Spieltag, um das, was euch an diesem Tag auch medial erwartet. Um 14 Uhr ist dann das Youth League-Spiel, das wird auch live bei Eintracht TV übertragen. Um 17.30 Uhr dann wieder Matchday live, unter anderem mit Jochen Stutzki als Moderator. Ja, und dann um 19.30 Uhr gibt es die Aufstellung live mit Markus Krösche auf Facebook. Um 20.45 Uhr geht Nico Heimer auf Twitch Watch Along live. Und zu Gast bei ihm sind diesmal zwei unserer Frauenspielerinnen, und zwar Barbara Dunst und Leonie Köster. Also da, wer Bock hat, auf jeden Fall auch gerne einschalten. Und um 20.15 Uhr geht Eintracht FM mit Lars Weingärtner live. Heiko und Roman Lochmann sind da zu Gast. Und um 21 Uhr heißt es dann wieder Champions League Hymne und ja, der fünfte Spieltag der Champions League hier bei uns im Stadtwald in Frankfurt. Ja, und wer Glück hat, der hat das Gänsehaut-Feeling dann natürlich direkt im Deutsche Bank Park, denn da wird vor Anpfiff die Hymne natürlich wieder erklingen. Und jetzt sehen wir, dass ja mehr oder weniger alle Spieler schon auf dem Trainingsplatz hier eingetroffen sind. Da wird sich noch gegenseitig begrüßt. Man sieht es aber hier schon am rechten Bildrand. Alidou strahlt. Links sehen wir Kolomouani, der auch mit Evan Dika ja, lacht. Ich denke mal, gerade nach diesem Spiel am Wochenende ist die Laune wirklich hervorragend bei unserer Mannschaft. Und wir haben auch direkt, wenn wir nochmal aufs vergangene Wochenende schauen, positive Nachrichten, denn alle Spieler sind wirklich auf dem Trainingsplatz dabei. Es gibt keine Ausfälle vom Wochenende. Alle, bis auf die Langzeitverletzten, sage ich mal, Buta, Hasebe und Knauf, sind wirklich alle Spieler auch einsatzbereit. Genau. Es geht jetzt ein bisschen in diesen Alles-oder-Nichts-Modus, wie Oliver Glasner es schon gesagt hat. Jetzt vor diesem Abschlusstraining, während dem Abschlusstraining und dann natürlich auch vor dem Aufeinandertreffen morgen. Ja, es sind tatsächlich wie zwei K.O.-Spiele. Das hat auch unser Kapitän Sebastian Rode mehr oder weniger gesagt. Ja. Und wenn wir eins können, dann sind es eigentlich diese Endspiele. Das haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen. Die liegen Eintracht Frankfurt. Und hier sehen wir jetzt, wie unser Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft gleich nochmal vor diesem Abschlusstraining einschwören wird. Da kommen nochmal alle zusammen, auch unsere Torhüter Kevin Trapp, Dian Dramay und Jens Grahl zusammen mit Torwarttrainer Jan Zimbo Zimmermann, wie du immer so schön sagst. Also die gesamte Mannschaft im Kreis. Unsere Eintracht ist im Flow, wie man so schön sagt. Wir haben es eingangs erwähnt. Tolle Statistik jetzt in der Bundesliga mit 6 Siegen aus den vergangenen 8 Spielen. Wenn man mal auf unseren morgigen Gegner schaut, Olympique Marseille, die sind tatsächlich nicht so gut in Form. Die haben die letzten 3 Ligaspiele in Frankreich allesamt verloren, sind abgerutscht auf den 5. Platz. Das ist eigentlich nicht der Anspruch von OM, also sind nicht so gut in Form. Könnte uns ja in die Karten spielen. Haben wir nichts dagegen zumindest. Ich habe auf gar keinen Fall was dagegen.
Also die Mannschaft, man sieht es schon, konzentriert, lauscht gebannt den Worten unseres Cheftrainers, der auch gesagt hat, jetzt bei diesen vielen, vielen englischen Wochen am Stück, da ist das Training tatsächlich gar nicht mehr so wichtig, ja, also diese körperliche Komponente, sondern es kommt viel auch auf diese mentale, auf die geistige Frische an. Das fördert er natürlich immer wieder in den Ansprachen. Hat letzte Woche im Interview mal gesagt, es fällt aktuell, wir haben 6 englische Wochen am Stück, es fällt alles ein bisschen kürzer aus als normal. Die Ansprachen, gut, das sehen wir jetzt hier gerade nicht, ja, also die ist normal lang, würde ich fast schon sagen. Aber die ganzen Analysen, Videoanalysen, taktische Analysen, es gilt so ein bisschen, die Spieler so on point, ja, fit zu kriegen. Körperlich sind sie es sowieso und mental müssen sie es einfach sein in dieser Phase. Deswegen war beispielsweise auch der gestrige Tag ganz wichtig. Die Jungs hat oder die Mannschaft hat einen Tag frei bekommen und das war unserem Cheftrainer natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da mental, physisch als auch psychisch einfach mal abschalten kann einen Tag, weil ja, die Belastung ist einfach immens in diesen Wochen und ja, da gilt es, den Fokus dann heute natürlich auf das morgige Spiel zu legen. Ja, das ist so ein Instrument, sage ich mal, was er in letzter Zeit ganz gerne mal einstreut. Auch vergangene Woche war donnerstags frei vor dem Gladbach-Spiel, einfach um die Akkus aufzuladen. Genau. Und man sieht ja an dem Spiel von Samstagabend, dass das auch durchaus was bringt. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Hier sieht man es gerade nochmal im Bild, auch das Medienaufkommen hier vor diesem Spiel morgen. Ja, ist recht hoch. Einige Journalisten sind hier mit vor Ort, berichten natürlich über das Abschlusstraining unserer Mannschaft vor dem Aufeinandertreffen. Man hat ihn eben auch kurz rechts im Bild gesehen, Mario Götze. Der könnte, wenn er morgen spielt, seinen 50. Startelf-Einsatz in der Champions League bekommen. Betrachtliche Zahl. Super. Ein tolles Jubiläum wäre das für ihn, was wir eben alle gönnen und wünschen würden. Zeigt auch einfach wieder, wie wichtig er als Spieler ist und wie viel Erfahrung er mitbringt. Das weiß auch der Cheftrainer Oliver Glasner. Ja, die Torhüter gehen jetzt nach hinten. Die Mannschaft nimmt die erste Warmlaufrunde hier rund um diesen Trainingsplatz am Deutsche Bank Park. Und ich denke, man muss auch mal ein großes Lob an unser Athletiktrainerteam aussprechen. Absolut. Auch am Samstag hat man es wieder gesehen, unsere Mannschaft ist deutlich mehr Kilometer gelaufen, als Gladbach 6 Kilometer mehr gelaufen. Und das trotz dieser Dreifachbelastung, trotz dieser harten Intensität, das ist ein beeindruckender Wert. Auch eben schon angesprochen, Mario Götze, wenn ich mich nicht ganz irre, ich glaube erst beim letzten Spiel, satte 12 Kilometer gelaufen gegen Gladbach, in Gladbach. Also ich finde das auch eine Wahnsinnslaufleistung einfach, was er auf den Platz bringt und was ja, die Jungs jede Woche teilweise, ne, zweimal die Woche auf den Platz bringen. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Belastungssteuerung. Das haben wir auch schon öfter mal zitiert. Ja, wir haben es gerade schon gesagt. Ja. Es ist jeder aktuell fit, bis auf die 3 Langzeitverletzten. Das heißt, wir haben auch nach dem Wochenende keine Ausfälle zu verkraften. Auch das ist ja ein Zeichen, dass da sehr gut gesteuert wird im Training. Ja, das auf alle Fälle. Und das ist auch natürlich wieder der Vorteil, den du hast, wenn du so einen breiten Kader hast mit ja, einer solch großen und enormen Qualität. Stimmung scheint aber auch ausgelassen, wenn man mal mit drauf schaut. Definitiv. Und da wird schon gleich das iPad gezückt. Wir sehen es auch hier im Hintergrund. Das haben wir beim letzten Abschlusstraining angesprochen, diesen großen, ja, diese große Videoleinwand, die neben dem Trainingsplatz aufgebaut ist. Man sieht es jetzt hinter Sebastian Rode ganz gut. Das ist ein neues Werkzeug, was dem Trainerteam zur Verfügung steht. Da kann Oliver Glasner auch während des Trainings sagen, okay, stopp,
Wir unterbrechen jetzt hier. Bitte spielt die Szene von gerade eben ein. Ich möchte hier zeigen, was gut lief, was vielleicht noch wir zu verbessern haben. Man sieht es jetzt hier schön nochmal links im Bildrand. Auf diesem, ja, wird auf dem Wagen sozusagen immer reingefahren. Also die ist schon echt opulent, diese Videoleinwand. Und das ist natürlich ja einfach topmodern. Das sind natürlich auch die Anforderungen, denen wir hier gerecht werden wollen. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine super Sache, dass der Mannschaft und beziehungsweise dem Trainerteam sowas beim Training zur Verfügung gestellt werden kann und wird. Und wir blicken jetzt nochmal auf die ersten koordinatorischen Warmmachübungen. Da auch wieder vorne im Bild Christian Jakic und Jasper, der neue Hasebe, der ihn sehr gut vertritt, wenn du so willst. Definitiv, ja. Ja. Auch in der Abwehr, und da werden sich hier auch unsere Assistenztrainer freuen. Wird absolut spitzenmäßig gearbeitet mittlerweile. Ja, wenn man mal diese 6 Gegentore vom ersten Spieltag ausklammert gegen die Bayern, dann ist der Gegentorschnitt wirklich sehr, sehr niedrig mittlerweile. Das ist das, wo Oliver Glasner bei seiner, ich weiß noch, Antrittspressekonferenz vergangenes Jahr hin wollte, dass er gesagt hat, ich will, dass wir tatsächlich nicht mehr als maximal ein Gegentor pro Spiel kassieren. Und wenn man dieses Bayern-Spiel mal ausklammert in der Bundesliga und sieht sich danach die Spiele an, dann ist das mittlerweile eine Statistik, die wir drin haben. Und vorne, da brauchen wir gar nicht drüber reden, stellen wir die zweitbeste Offensive der Bundesliga. Ja. Also man merkt einfach, die Räder greifen immer besser ineinander. Und hier, dieser Mann ist natürlich maßgeblich beteiligt gewesen in den vergangenen Wochen. Jesper Lindström hat unglaublich viel dazugelernt, hat einen unglaublich großen Sprung gemacht von seiner ersten jetzt in diese zweite Saison. Man kann sagen, er ist angekommen. Definitiv. Ja, auch als Doppeltorschütze jetzt zuletzt im Spiel gegen Gladbach. Strotzt vor Selbstvertrauen, das hat man auch in Gladbach gesehen beim 1-0. Ja, marschiert einfach mal durch 4 Gladbacher durch, als wären es hier die Fahnenstangen, die er hier gerade umkurvt. Und dem kann man keine Steine in den Weg legen. Definitiv, ja. profitiert natürlich auch von seinem Nebenmann Kolo Muani, der ihn natürlich beide mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit ausgestattet, immer wieder gut in Szene setzt. Und er hat nach dem Spiel in Gladbach auch selbst gesagt, er hat sehr viel an seinem Abschluss gearbeitet, dass er ein bisschen ruhiger wird, dass er hat gesagt, ich habe mit den Assistenztrainern viel daran gearbeitet. Und man muss sagen, ich habe mir vorgenommen, es ist immer eine Sekunde mehr zum Überlegen da, als ich davor dachte. Ja, und man merkt das einfach mittlerweile, dass er da deutlich abgezockter ist. Ja, und auch dieser Mann, den wir hier sehen, der sich gerade über den Boden rollt, der hat natürlich auch in Gladbach wieder eine bärenstarke Performance gezeigt und bewiesen, warum er kürzlich zum 6. besten Torwart auf der Welt ausgezeichnet wurde. Kevin Trapp mit 2 tollen Paraden im 1-1-Duell gegen Thüram und gegen Stindl. Beim Stand von 1-0 hat er die Führung festgehalten und ja, beweist eigentlich Spiel um Spiel, dass er wirklich seit Wochen, seit Monaten in einer beeindruckenden Verfassung ist. Wir dürfen natürlich nicht zu viel loben, Alina. Ne? Das ist immer gefährlich. Nicht? Ein Lob tut doch auch mal gut. Und ich finde, die Leistung, die die Mannschaft zurzeit auf den Platz bringt, die kann auch natürlich und sollte auch gelobt werden. Aber da gilt es immer, wie ich so schön sage, trotzdem den Ball flach halten, den Fokus nicht verlieren und die Konzentration, die liegt jetzt morgen natürlich auf diesem Champions-League-Spiel. Und das weiß die Mannschaft natürlich auch. Genau. Und dem gehen sie auch nach.
Oliver Glasner hat nach dem Spiel gesagt, wir müssen immer auf dem Boden bleiben. Ja? Und Sebastian Rode auf die Tabellensituation in der Bundesliga mit Platz 4 angesprochen, hat gesagt, ja, ist eine schöne Momentaufnahme, aber es wird sich keiner was drauf einbilden, es wird sich keiner darauf ausruhen. Auch das sind ja Signale vom Kapitän an seine Mannschaft, die wichtig sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Platz 4 nach, wie viele Spieltagen? 11 sind es jetzt mittlerweile? Ja. Dennoch eine betrachtliche Leistung. Definitiv. Es war auch ein bemerkenswerter Auftritt, fand ich, in Gladbach. Sehr reif. Gerade nach diesem Leverkusen-Heimspiel dann nochmal, finde ich, fast nochmal einen draufzusetzen in Gladbach. Das ist schon beachtlich. Aber nicht nur in der Bundesliga lief es gut, auch im DFB-Pokal. Sollten wir auch mal ganz kurz am Rande erwähnen. Ja. Denn da war dieser junge Mann hier unter anderem Torschütze. Genau. Kole Muani mit dem sehr schönen Zusammenspiel mit Raphael Boré zum 1:0. Jetzt stehen wir im Achtelfinale und haben das Hessen-Derby vor der Brust. Im Januar oder Februar. Die genaue Terminierung steht noch aus. So, Oliver Glasner klatscht in die Hände. Das heißt, Tempo aufnehmen. Jetzt wird's knackig. Und neben ihm Almami Touré. Auch er kann mittlerweile wieder alle Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. Das ist auch eine wichtige Botschaft in diesen englischen Wochen. Auch er wird vielleicht, weiß nicht, ob es vor der Winterpause, WM-Pause noch klappt mit einem Einsatz für ihn, aber er wird auch wieder mittel- bzw. langfristig eine Alternative sein im Abwehrverbund. Gut, in der Champions League wird es wahrscheinlich erstmal noch nicht für ihn reichen, aber möglicherweise kann auch er nachnominiert werden. Ganz genau. Im Winter darfst du ja nochmal den Kader updaten. Und ja, dieses kleine Update aus dem Frankfurter Stadtwald muss leider schon wieder beendet werden, Alina. Gell? So ist es bei internationalen Spielen der UEFA. Nach einer Viertelstunde drehen sie uns den Saft ab, dann ist Schluss. Aber wir freuen uns natürlich schon alle. Ihr werdet ja von uns, von Eintracht TV, den kompletten Tag und vor allem auch morgen begleitet. Es ist einiges, was euch da geboten wird. Nachher geht's weiter. Wir haben es hier nochmal in der Programmübersicht. 13.30 Uhr die Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer und mit Djibril Sow. Und dann morgen, wir haben es vorhin schon angesprochen, genau, gibt es das Tagesupdate vormittags, dann auch die ganz wichtige Youth League-Begegnung unserer U19 gegen Marseille. Die können morgen tatsächlich schon die K.O.-Phase klar machen. Und zum Abend hin, da gibt es dann wie immer die Matchday-Show mit Jochen Stutzki, Twitch-Party und natürlich Eintracht FM morgen mit Lars Weingärtner und den Lochis. So, und wir verabschieden uns jetzt für den Moment vom Deutsche Bank Park und wünschen euch natürlich noch einen schönen Dienstag, einen schönen Mittag und sehen uns dann hoffentlich morgen Abend hier in unserer Good Stub, wenn wir zum letzten Mal in der Gruppenphase die Champions League Hymne hören, gemeinsam Gänsehaut bekommen. Bis dahin, tschüss. Ciao.